Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch meinen Spin zeigen. Ich habe nicht viele Skins, aber trotzdem zeige ich euch einfach meinen Spin. Für die Leute, die es interessieren, die gucken das Video bis zum Ende. Für die es nicht interessieren, die klicken jetzt weg. Und ich sage auch meine Settings, ich sage auch meine Settings und meinen Spin, ne? Und hier ist also erstmal der Shop. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Creator Code, die Matrix macht, also die Matrix Unterschicht. Unterstrich Epsilon T, dann einfach annehmen. Dann, wenn ihr halt was kauft, dann macht ihr auch korrekt mal bitte diesen Creator Code. Kurs geht raus. Okay, wir kommen erstmal zu meinen Spins, oder? Also ich öffne meine Settings. Ich sag erstmal meine Settings. Hier, German, also Deutsch, Europa, Mausempfindlichkeit habe ich. So 0,233. Hier habe ich 730. Sieht das hier halt alles, ne? Wenn ihr nicht alles richtig gesehen habt, dann macht alles auf Stopp. Das waren meine Settings, jetzt kommen wir zu meinen Spins. Ich glaube, erstmal fangen wir mit den Ladebildschirmen an. Ja. Wenn ihr noch etwas sehen wollt, ich weiß, das ist unspannend, wenn ihr noch etwas sehen wollt, dann macht auch Stopp. Das hat mein Favorit, das ist mein Favorit. Das war mal mein Favorit. Das war ich einfach, weil das sieht irgendwie richtig heftig aus. Das habe ich bei Season 8 gemacht. Das, keine Ahnung warum. Und das wäre es witzig, wenn das finde. Ja, das ist auch geil, weil es bewegt sich geil. Ne? Ist auch heftig. Das auch. Jetzt kommen wir hier zu meiner Musik. Hier, ach, warum mache ich das? Erstmal hier. Nein, hier erstmal. Popsternchen. Der kann man lesen. Der finale Showdown. Oh mein Gott. Original klassisch. Einfach nur heftig. Nein, ahoi. Die Geburtstagmusik, Glitter. Korallenklang, hier aber erstmal das nehmen. Jetzt meine Tarnungen. Feiere ich, weil ich benutze sie halt kaum, darum habe ich sie nicht verborgen. Sie hat die feiere ich, mag ich nicht. Auch nicht. Ist auch nicht so meins. Auch nicht. Auch nicht. Die geht eigentlich voll fit, aber ich benutze sie halt auch nicht. Die feiere ich einfach, weil ich weiß, dass sie selten wird und ist einfach geil. Und hier so, warte, warum kann man das hier? Ja, auf jeden Fall ist ja eiskalt.
Die, keine Ahnung, wie sie heißt, weil es, das steht dann unten nicht bei mir. Sie wird aber auf jeden Fall auch richtig selten. Die habe ich mir geholt, weil das man ist mit das und das ist meine einzigsten, die sich so die Tarnungen bewegen, sage ich mal jetzt. Das fand ich auch richtig hart. Was soll ich? Kondensstreifen. Habe ich nicht viele, weil ich glaube, die meisten von euch kennen meine Geschichte. Ich hatte auch einen anderen Account, aber auf den kann ich nicht mehr spielen. Fahre ich einfach, weil dann kann man gut zusammen kombinieren. Das feiere ich, weil das so lila ist. Das feiere ich einfach. Das sieht einfach richtig heftig aus. Das sieht auch so, meiner Meinung nach, aus so wie Blitz, aber nur halt in Rot. Flammen, ja, ihr kennt das OG, auch OG. Jetzt kommen wir erstmal Hangdata oder Tänzen? Tänzen. Moment, kurz zu machen. Ich schaue erstmal zu meinen Tänzen. Das war yay. Sehr gut. Lahme nochmal. Mellow-Stimmung. Ach du kleiner Noob. Seifenblasen. Fake-Dings-Niederlagen passieren. Depp-Stand. Hallo Freunds. Das ist halt von den Piraten. Finde ich witzig, aber mag ich nicht. Beste Tanz ever. Tanzschritte. Der ist auch selten, der heißt, glaube ich, Welle im Moment. Wahre Liebe habe ich mir Season 2 oder Season 3 geholt. Das war jetzt bei diesen Events. Respekt. Schon wieder kann ich das nicht lesen, weil es unten nicht steht. Egal. Dumm die dumm. Am Wasser gebaut habe ich mir einfach geholt, weil ich würde ihn einfach schon immer haben, damit kann man einfach seine Emotionen zeigen. Wild. Füße. Ich freue den einfach, weil er mega nice ist. Er ist richtig nice, finde ich. Hier Popcorn. Was Season 4? Ich würde schon Season 3 sagen. Hat man Season 10 bekommen, weil dafür haben die. Moment, das haben die Leute das hier halt bekommen, ne? Ponyrad. Und ich wusste halt sowas von Season 9, dass Season 10 sein wird, dass man damit laufen kann. Orangene Gerechtigkeit, ein sehr beliebter Tanz. Feier ich einfach. Season 4 halt, ne? Wieder lang passieren, genauso beliebt. Feiere ich auch mega. Na 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 na. Habe ich favorisiert, weil auf meine Sprache heißt Nana, also na 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 na. War einmal Nana, genau wird so geschrieben auf meine Sprache Oma. Marschpose.
habe ich ihn geholt, weil ich den schon immer wollte, weil er mega nice ist. Ist richtig heftig. Ich feiere den unnormal. Und habe ich ihn auch verbrasiert. Ja, mein Deutsch heute, ne? Laserfeed. Mega geiler Tanz. Müsste man sich gönnen. Plus der wird auch selten, weil es war in einem Bundle. Und man kann es auch einzeln kaufen. Und ich habe es mir halt einzeln geholt. Lass es regnen. Habe ich mir nicht geholt, sondern mein Bruder hat sich geholt. Aber ist nicht schlechter Tanz. Geil. Hype. Der Hype ist real. Ehre. Geiler Tanz. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob der in Real Life eigentlich auch berühmt ist. Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Electros Ring haben sich viele Leute in Fortnite geholt. Einfach einhändig. Habe ich mir geholt, weil ich wusste, dass er selten ist und ich wollte einfach den Feeling von OG haben, weil ich wollte mir früher halt auch den 10-2 Bellpass holen. Aber das Ding ist halt, ich durfte noch nichts ausgeben. Hey Mann, ich will das doch lesen. Ich habe vergessen, wie der heißt, also kann ich nicht unten lesen, weil da steht nichts. Auch keine Ahnung. Konga heißt der, das weiß ich. War glaube ich Season 8. Ich glaube schon. Billy Bones feiere ich mega hart. Gleich macht er so ähnlich wie Zahnseide, das feiere ich auch gerade mega hart, genau jetzt. Das feiere ich auch. Nicht wegen das, sondern dieser Sound ist geil, also der Beat. Und wie der Tanz ist so auch geil. Best Mates. Also beste Kumpels. Reifenmeister. Geiler Tanz, Season 8. Luftgitarre. Ich habe einen richtig seltenen Tanz. Freestyle. Haben nicht so viele Leute. Der Roboter. Ist auch nicht so, also ich finde auch nicht so viele Leute, die den haben. Das war es halt mit den Tänzen. Jetzt gehen wir zu den Hangglider rüber. Hier war das. Im Moment. Der. Wahrscheinlich kann ich nicht gucken, wann das war. Da war Season 7. Da war Season 3. Der war Season. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube Season 8. Ja, Season 8. Das hat man bekommen, wenn man bei den Kopfgeldmodus gewonnen hat. Der war, glaube ich, Season 5. Ja, aber wann habe ich den? Ich habe ihn wirklich gerade bemerkt. Wusste ich nicht. Das war der Standardringschirm. Ja, guck mal, hier steht das, aber. Ah, jetzt hier Season. Ah, nein, das ist Season 4. Von John Wick Modus, Season 8, Season 3 und Season 7, ja, hatte ich recht. Das Season 2, der ist auch mega, mega, mega selten. Haben nicht viele Leute, meine ich. Der ist nicht selten. Mag ich gar nicht. Und hier gibt es noch. Habe ich nie benutzt. Ah, das habe ich mal benutzt. Damit kann man richtig gute Sachen kombinieren. Feiere ich nicht. Auch nicht so meins. Habe ich früher bei Season 4 gespielt. Habe ich mal ein paar Runden gespielt, dann habe ich den nicht mal gespielt. Der. Nicht meins.
Ach, hier kann ich lesen, ne? Himmelsschlangen. Diesen Disco-Hängleiter. Von Raider. Von Valor, keine Ahnung. Ist hier von dieser Season. Ich mein's. Boah, welche Season war das nochmal? Keine Ahnung. Ah, Moment, ich komme gleich. Da ist Season 10, also Season X. X-Hängleiter, mega geil. Der ist auch mega selten. Der Season 2-Hängleiter haben nicht viele Leute. Ich würde schon wieder sagen, haben nicht wenige Leute. Hier ist von der letzten Season. Rissreiter. Regenbogenritt. Rostküste. Am Limit. Und Lavaschwing. Und dann gibt es auch einen besonderen Ringschirm. Das ist mein seltenster Item von meinen ganzen Spins. Jeder Markenblätter. Ich feiere den einfach so sehr. Ich weiß nicht warum, aber einmal, das müsste man. Ich weiß nicht mehr, habe ich den Shop gekauft oder habe ich den durch Level bekommen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er mega selten. Muss ich sagen, also für die Leute, die den haben, Respekt. Jetzt kommen wir zu meinen Spitzhacken. Geburtstags-Pickaxe. Die kann ich einfach überspringen, weil die sind echt langweilig. Und für die Leute, die die Spitzhacken nochmal ansehen wollen, die gehen dann auf Stopp machen. Beste Pickaxe ever. Habe ich mir geholt, weil mit der kann man wirklich gute Sachen kombinieren, weil zum Beispiel mit damit kann man gut Elite-Gadgets spielen, zum Beispiel. Das habe ich mir einfach geholt, das musste einfach sein. Ich weiß warum, das ist einfach nur heftig. Meine Meinung. Die feiere ich, weil dieses Blau daraus zeigt, hätte das Blau nicht rausgezeigt, hätte ich mir vielleicht das nicht mal geholt. Dieses Pick habe ich mir geholt, weil damit kann ich gute rote Sachen kombinieren. Zum Beispiel Fußballskin, zum Beispiel Türkei-Flagge kann ich damit gut kombinieren. Ich habe es auch mal so einen Hochladen, da wo ich diese Komödie benutzt habe. Habe ich einmal ganz gut gespielt, darum habe ich favorisiert. Die habe ich mir geholt, weil ich sie mir mit einem Skin zusammen geholt habe. Also, warte. Das ist diese Pickaxe, die ich wann war das nochmal? Das war glaube ich Season 3. Ich glaube schon. Und die Pickaxe heißt Imperiumsacke, das ist Goldgräber oder ja, Goldgräber heißt glaube ich. Habe ich erst gestern freigeschaltet. Ah, gestern oder heute? Glaube eigentlich. Naja, es war heute. Nein, gestern. Ja, war gestern. Ja. Funkelsense. Fleischklopfer auch von den Twitch Prime Paket. Feier ich. Beschlagen Hacke, einfach ein Muss. Dazu sage ich nichts mehr. Also ist. Genauso heftig. Ich feiere die einfach so sehr. Ist einfach so schwarz wie so mit einem Auge. Einfach richtig nice. Creature. Weil sie richtig geil ist. Einfach so. Makellos habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Darum. Die, weil sie OG ist. Bleibschiff. HB. Jetzt kommen wir zu den Skins rüber. Weil wenn ich jetzt hier gehe, dann wird sie halt alles gespoilert. Warte, 3, 2, 1. Hier einfach Zoe, Technik, Schale, Rostmeister, kann ich nicht unrecht lesen. Carbide, Hybrid, Ruin, Schwarzherz, ja. Ey, Valor oder Raider von Lava-Paket, Schlangenbiss. Keine Ahnung mehr, wie er heißt.
Einfach weil er selten will, der World Cup Skin, einfach richtig nicer Skin. Müsstet ihr euch holen. Rote Verteidigerin, weil damit kann man gute Sachen kombinieren und sie ist auch mega heftig, meiner Meinung. Wer ist nochmal? Ja, Kommando. Genauso wie bei Rote Verteidigerin kann man auch sehr gut kombinieren. Feier ich einfach. Hey, Digga. Warum kann ich das nicht lesen? Ja, Boxenstopp. Auch mega nice. Ah ja, sie heißt Birdie, glaube ich. Birdie. Hier ist diese Cyborg-Frau. Traum. Spielmacherin. Also Traum ist auch mega geil. Und Spielmacherin genauso. Hier der Wegbereiter. Auch mega nice. Und wie ist das? Wie ist das Ding? Hier einfach X-Meister. Hier, Arktis-Assassinen, 10-Euro-Paket. Habe ich mir geholt, da wo direkt rausgekommen ist, habe ich direkt gegönnt. Habe ich mir hier den geholt, keine Ahnung, auf lustig wegen. Ich habe so getan, als wäre das Regen Expert. Farmbomberin hat fast jeder. Spielmacherin, habe ich ja auch gerade gesagt. Tilted-Technike. Knight Rider habe ich mir auch direkt geholt, aber rausgekommen ist, weil er mega nice ist. Season 3 Battle Pass, Season 3 Battle Pass. Hat mir geholt, wegen der Rücken, das war danach, habe ich bemerkt, oh mein Gott, hier ist auch richtig nice. Amber. Feier ich auch mega. Elite Agentin, Tradskin, auch Season 3. Auch im Lava-Paket. Raptor. Mit denen habe ich mir die Imperium Sucker geholt, weil der Raptor ist mega nice. Ich feiere den einfach. Guckt euch. Ja, das ist einer meiner breitesten Skins, die ich mir jemals geholt habe. Richtig heftig. Es wäre noch richtig geil, wenn man die Maske abmachen könnte. Genauso wie bei der Kuschelbeauftragterin wäre es auch nice, wenn man die Maske abmachen könnte. Kuschelbeauftragterin auch mega nice. Dunkler Reisender, Sensenmann. Hey Mann, warum kann man das nicht lesen? Driftfrau, sag ich mir jetzt. Ja, Blingerella. Ich mir jetzt einfach den Scan. Jetzt hören wir uns mal irgendwas vor. Gut, dass man das lesen kann von Driftfrau, von Blingerella, von Kuschelbeauftragterin. Von dem Lava-Paket, auch vom Lava-Paket. Süßkram heißt er, glaube ich. Ja, hier der Schwert ist auch mega nice. Von diesem Battle Pass scheiße. Geil, von Traum, von 10-Euro-Paket. Habe ich mir einfach geholt, weil ich dachte mal, ich kann damit gute Sachen kombinieren, aber ich spiele das nicht mehr so oft. Das war halt von der, den ich gemeint habe, ich werde mir wegen der Rücken das vorholen, aber dann finde ich ihn doch nice. Also von dieser Season, wenn man Aufgaben gemacht hat, den feiere ich nicht so. Und hier ist John Blume. Hier sieht ihr noch alle. Der war halt von Switch von Paket. Wollte ich da aussehen. Leute, ich danke euch nochmal für die 56 Abonnenten, einen Abonnenten mehr. Wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo lassen und wenn euch das Video gewählt hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch und einen Moment. Dann habe ich euch gesagt, macht den Creator Code, die Matrix-YC, zeige ich euch gleich noch einmal, wenn ich diesen Emote gefunden habe. Ja. Hier nochmal. Oben sieht es ja Viereck annehmen. Dann sage ich jetzt ciao.